Ihr wisst ja, dass ich unfähig bin. Jedenfalls über das gesamte Video wird noch aus dem Stream ein leerer Chat angezeigt. Das habe ich nicht ausgeblendet. Sorry. Erst das ein Sternchen, was geht. Willkommen zurück zum weiteren Teil. Hier auf meinem wunderschönen großen Account mit Diktator GT. Ja, und Striker. Wir werden wahrscheinlich im zweiten Teil des Videos mit Striker spielen. Im ersten Teil werden wir uns dem Event-Modus mal ganz kurz widmen. Aber hier, wie ihr sehen könnt, Diktator GT. Wenn ihr also Diktator GT auch mittlerweile habt durch das Tanky4-Event, herzlichen Glückwunsch. Sieht doch sehr, sehr hübsch aus, oder? Ansonsten, was die Containerfront angeht, sieht es auch sehr momentan sehr gut aus. Hier 69 Ultra-Container. Ich habe die alten geöffnet. Da kam nur Müll raus übrigens. Ich hoffe, dass es jetzt mit diesen etwas besser aussieht und ich da nette Sachen rausziehen kann. Ich habe auch noch eine einzige Geburtstagsaufgabe, die erledigt werden muss, hier im Juggernaut-Modus. Und ja, dann gibt es nochmal 8 oben drauf. Das heißt also, ich komme am Ende auf 77 Ultra-Container. Im Giveaway habe ich übrigens auch gewonnen, aber nur auf meinem großen Account, was jetzt nicht schlecht ist, weil da wäre es mir am liebsten gewesen. Und Gott sei Dank kam es dann auch so. Deswegen habe ich hier auf diesem Account, ihr könnt es ja sehen, 11.000 Tankcoins. Also nur, damit ihr euch nicht wundert. Nee, ich habe nicht die Kreditkarte gezückt. Meine Bank erlaubt mir das nicht, eine Kreditkarte mit mir zu führen. Nein, Spaß. Aber ja, ich habe in dem Giveaway gewonnen. Also ich habe jetzt nicht mein Bankkonto geplündert oder so. Genau, ja, so viel dazu. Ich freue mich darauf. Dann denke ich mal, irgendwann kann ich die Ultra-Container alle mal öffnen. Ich werde das aber in einem Rutsch machen und auch wahrscheinlich beschleunigt, so dass die besten Gegenstände kommen sowieso zum Schluss und ich will das jetzt halt nicht hier auf, ja, sagen wir mal 5 Minuten oder mehr mit ein bisschen Gerede und so weiter und so fort halt strecken, dieses ganze Öffnen der Container, das muss ja nicht sein, deswegen, ich würde das halt einfach beschleunigen und in einem kurzen Rutsch halt eben zeigen, aber trotzdem euch ja auch die Chance geben, dass ihr sehen könnt, ob da was Schickes drin ist oder nicht. Aber wie gesagt, in den anderen Ultra-Containern war halt einfach nur Müll drin. Viele Versorgungsgegenstände und ein paar Kristalle. Also da war jetzt nichts Besonderes dabei. Ja, genau. Ansonsten, ich hoffe, ihr hattet ein wunderschönes, sonniges, warmes Wochenende. Hier in Berlin war es sehr sonnig. Zwischenzeitlich hat es auch so ein bisschen vereinzelt geregnet in ein paar Stadtteilen. Das sah ja sehr lustig aus. Ich saß zu dem Zeitpunkt in der Bahn und auf der einen Seite war Sonnenschein und auf der anderen Seite völlig bewölkt. Ja, aber es war trotzdem sehr warm und sehr sonnig dann danach und war ein sehr, sehr schickes Wochenende. Ich war im Tierpark, habe dafür auch eine Jahreskarte, damit sich das auch lohnt. Und hab da Sachen gesehen, die, da ist er schnell rausgegangen, ne? Und hab da Sachen gesehen, die habe ich vorher gar nicht gesehen. Also eins war da neu, das ist so ein Safari-Fahrt, glaube ich, hieß der. Konntest du dann auch noch zu den Giraffen gehen, von denen haben sie einige. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie viele, 7, 8, vielleicht auch 9. Bin mir gerade unsicher, aber jedenfalls einige, Metal-Leute. ja, und jedenfalls sehr, sehr schön gemacht. Und dann eine Sache, die habe ich halt, verdammt, die habe ich mir auch das erste Mal gestern angeschaut. Die gibt es schon länger, aber da bin ich nie hingegangen. Immerhin auch nochmal den bekommen im Tierpark, weil das halt so in der Ecke ist. Und der Tierpark ist ja schon ziemlich weitläufig im Vergleich zum Zoo. Deswegen... Ja, wenn du halt jetzt nicht Lust hast, dir da alles so anzugucken, gehst du halt nicht alles unbedingt ab. Vor allem, wenn es sowieso, also ich mach mal, ne, wenn ich jetzt halt dafür zahlen würde, jedes Mal, ne, klar, dann würde ich das auch dann mehr, ich sag mal, genießen, in dem Sinne, dass ich auch alles ablaufe und halt unbedingt halt das Maximum rausholen wollen würde. Aber dadurch, dass ich eine Jahreskarte habe, sage ich, kann ich mir halt immer wieder auch sagen, komm, ich mach das beim nächsten Mal oder so, ne? Jedenfalls, und deswegen hat sich das dann auf einmal angeboten, so, weil man dann schon da in der Nähe war. Da sind wir ins Himalaya-Gebirge gelaufen, so heißt dieser Abschnitt da, oder auch nur Himalaya, ich weiß es nicht, aber jedenfalls Himalaya ist mit dabei. Und das fand ich auch sehr schön. Ich habe das, wie gesagt, zum ersten Mal da gesehen und du läufst da so hoch. Ja, ist sehr, sehr schön gemacht. Sehr, sehr schön, sage ich euch.
Ja, das war jedenfalls so mein Wochenende. Ein bisschen Tiere beobachtet, Eisbären. Ist immer wieder schön, zu den Eisbären da zu laufen und die zu begutachten. Manchmal sind sie im Wasser und spielen da rum oder schwimmen rum. Ja, kann man ein bisschen Zeit da verbringen. Manchmal sind sie da auch eher gelangweilt und etwas bewegungsfaul. Naja. Das jedenfalls dazu, war aber jedenfalls wie immer. Ich sag so oft jedenfalls gerade. Aber es war ein schöner Ausflug, wenn man es so nennen möchte. Ja, es steht hier auch schon 4-0. So muss es sein. Ne? Dann haben wir auch wenigstens Zeit, hier mit Striker noch ein bisschen rumzufahren. Ich wollte euch einfach nur diesen Modus auch nochmal hier zeigen. Für die Leute, die vielleicht nicht spielen können in dieser Zeit hier mit dem Event. Und oder für die, die halt einfach nur so Tanky nur noch sich anschauen auf meinem Kanal, aber nicht mehr aktiv spielen, dann sehen sie das hier wenigstens auch. Für alle die, die das also hier noch nicht kennen, es gibt mit dieser Waffe den ein oder anderen Event-Modus ab und zu. Manchmal gibt es so ein Wettrüsten, da gehst du halt alle Waffen durch, musst halt mit jeder Waffe 3 Kills machen. Das Wechseln der Waffe erfolgt immer automatisch, aber jedenfalls, ja, läuft das halt so ab. Und die letzte Waffe, die du bekommst, ist eben diese Bonk-Waffe, die halt gut Schaden macht. Schade. Und hier in diesem Modus zum Beispiel hat halt jeder diese Waffe. Das ist ein kleiner Fun-Modus. Es gab es auch zu Halloween, habe ich auch, glaube ich, gezeigt in meinen Videos irgendwann mal. Da konnte man das gut sehen. Da ging es dann darum, als Zombie rumzufahren und den Juggernaut zu killen. So. Jungs, also den letzten Ball, den hättet ihr ja wenigstens noch erobern können, oder? Also dann wäre das hier wie immerhin schon vorbei gewesen. Schade. Na gut. Ich hatte am Wochenende aber auch wirklich, also am Freitag habe ich das ab und zu mal gespielt, diesen Modus. Da hatte ich sehr viel Glück. Und mit sehr viel Glück meine ich wirklich sehr, sehr viel Glück. Das muss man mal sagen. Da war das Matchmaking mir wieder sehr, sehr gnädig. Also ich weiß nicht, wie viele Schlachten ich da verloren habe in diesem Modus, aber ich hatte immer wieder das Glück, dass ich da im richtigen Team gelandet bin, um eben eine schnelle oder langsame Niederlage zu fressen. Hier also eine etwas schnellere Niederlage. Gut, immerhin, ich habe hier 150.000 Schaden gemacht. Das war ja jetzt auch gar nicht mal so schwer. Und dann können wir uns also nun wahrscheinlich dem Team-Juggernaut-Modus wenden, damit ich da wenigstens auch ein paar Punkte bekommen kann für meine Geburtstagsaufgaben. Bin froh, dass ich die restlichen alle soweit erledigt habe und also nur noch hier ein paar Punkte in dem Modus muss ich machen. Also was heißt ein paar, sind trotzdem noch immer über 800, die ich da machen muss. Sollte ich aber in den nächsten Tagen, denke ich mal, hinbekommen. Ich könnte natürlich auch hier mir den Juggernaut schnappen, hoffentlich, wenn ich hier also das Timing habe, dann kann ich ja wenigstens als Juggernaut rumfahren und ein paar Punkte hoffentlich machen. Gucken wir mal. Bei 30 ungefähr müsste er ja, glaube ich, kommen, ne? So, jetzt also schön hier den Triggerfinger bereithalten. Für den Juggernaut. Es hat funktioniert. Sehr schön. Gut, dann spielen wir also hier als Juggernaut und nicht mit Striker, wobei wir haben ja so mehr oder weniger Striker, ne? So ein bisschen Striker haben wir ja hier auch mit dem Juggernaut, deswegen können wir ja trotzdem hier so eine etwas abgewandelte Striker-Form haben. Aber natürlich habe ich jetzt den Juggernaut primär genommen, um mir hier die ganzen Punkte zu sichern. Also das war halt hier eher... Oh, weia. Oh mein Gott. Nice. Sehr, sehr schönes Ding hier von mir. Danke, danke, danke. Jug Play Noob. Okay, gut. Ich weiß nicht, ob ich damit gemeint bin oder der andere Juggernaut, aber egal, wer von uns gemeint ist, ich distanziere mich von solchen Aussagen. Ich muss mich aber auch allgemein von den Gegnern hier ein bisschen distanzieren. Das meine ich wortwörtlich, denn so viel Leben habe ich nicht mehr. Und auf meinen Overdrive muss ich auch noch gerade so ein bisschen warten. Hab aber jetzt hier gut Punkte machen können, ne? 200 Stück hier schon mal auf meinem Konto und wir haben noch immer 11 Minuten hier auf der Uhr. Also
das läuft bis jetzt doch schon sehr gut. Also mal ganz kurz hier den Overdrive abwarten, dann kann ich hier wieder loslegen, mich um den Juggernaut da oben hoffentlich mal kümmern. So, lohnt es sich denn jetzt hier schon? Ja, komm, okay, dann machen wir es mal so. Ah, schade, 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 schade. Hat sich nicht so gelohnt, hat sich nicht so gelohnt, okay. Easy da? Bitte Hilfe? Bitte, bitte? Bitte, bitte, bitte? Easy da? Bitte Hilfe? Bitte? Bitte? Hey! Hey! Komm, Kumpel, Kumpel! Kumpel! Hey, du da! Okay, gut, dann nicht. Wo sind die Zeiten hin, wo man einfach eine Easy da an sich kleben hatte? Kumpel! Sag mal, siehst du mich nicht, oder was? Na gut. Das nehme ich jetzt persönlich. Egal. Ach, was ich eigentlich noch erzählen wollte, ne? Ich habe jetzt nicht unbedingt die Bahnstory für euch hier ausgegraben, weil in der Bahn selber ist nichts passiert. Was ich aber sehr lobend mal hier anmerken wollte, ist, im Bus hatte ich das jetzt schon zweimal, da hatte ich eine Busfahrerin erwischt. Die war sehr, sehr freundlich. Muss man mal so sagen. Genauso wie man sagen muss, dass ich zu blöd bin, hier Gegner zu treffen und hier gerade ein Riesenproblem habe. So, ich muss abhauen. Okay, komm. Wir flitzen mal hier ganz kurz nach unten. So, flitzen wir ganz kurz nach unten. Und zwar, alle paar Stationen hat sie allen Leuten einen schönen Freitag und ein schönes Wochenende gewünscht. Das fand ich sehr schön. Das fand ich wirklich sehr, sehr schön. Hat man auch nicht immer, ne? Hat man nicht immer sowas. Deswegen, das wollte ich hier mal an dieser Stelle positiv anmerken. Das fand ich sehr, sehr nett. So, genauso wie ich das hier alles sehr, sehr nett finde von den Gegnern, dass sie mir hier ein bisschen Unterstützung geben. Aber leider hier an dieser Stelle nicht genug. Schade. Sehr, sehr schade. Aber immerhin, ich habe schon fast 300 Punkte gemacht von 900 insgesamt, die ich machen muss, beziehungsweise ich hatte schon 25 auf meinem Konto, was das angeht. Jetzt auch nicht viel, aber immerhin ein bisschen was, so. Und wir sind ja auch in Führung, ne, das ist alles schön und gut hier. Nice, und jetzt nochmal ein paar weitere Punkte hier mit Striker. Okay, ich habe irgendwie das Gefühl, er ignoriert mich aus Prinzip. Na gut, dann ist das so. Okay, manche Leute haben noch immer etwas gegen mich. Keine Ahnung. Okay. Man spürt meine Dominanz hier auf der Map wahrscheinlich. Das könnte ein bisschen zu Angst, zu Angstschweiß führen. Da kann ich das. Okay, gut, ich bin wieder am Start. Am Stissel bin ich wieder. Das kann natürlich hier dazu führen, dass die Easy da vielleicht nicht unbedingt mich heilen kann. Weil, keine Ahnung, der Heilprozess fällt dann aus, ne? Ist halt einfach zu viel Dominanz, die ich hier ausstrahle. Ist okay. Ist okay. Brauche ich nicht. Wenn wir verlieren, ich weiß, wer schuld ist. So. Okay, den kriegen wir, denke ich mal. Gut, den kriegen wir, denke ich mal, jetzt. Ganz, ganz knapp hier. Jungs, ich bin gleich wieder weg. Ja, das war's. GG, well played. Holy moly. Holy Macaroni. Ich brauche langsam eine Easy da, die mich heilt. So, zu einer etwas späteren Stunde geht es nun hier weiter mit TO. Ich habe natürlich, wie sollte es anders sein, verloren. Gar keine Frage. Aber ja, ist ja auch egal. Was soll's? Eine kleine Info für die, die es interessiert. Also in nächster Zeit, was heißt in nächster Zeit? Also nicht unbedingt in der nahen Zukunft, aber irgendwann wahrscheinlich im Laufe des Jahres wird es weiteren Webentwicklungskram auf meinem Kanal geben. Ich weiß, die es nicht interessiert, die können sich wahrscheinlich wieder darauf einstellen, dass dann da im Minutentakt Videos hochgepusht werden. Ja, aber sorry, tut mir leid. Dann schaut es euch einfach nicht an und gut ist, oder? Also, ist ja niemand gezwungen. Theo wird es natürlich weiterhin geben, alles gar keine Frage. In diesem Zusammenhang kann ich vielleicht noch Folgendes erwähnen. Für die, die es kennen oder auch nicht kennen, aber es gibt jedenfalls dieses Tanky-YouTuber-Programm. Und ist halt ganz nett. Wenn du halt Tanky-YouTuber bist, dann kannst du halt dich dafür eben anmelden und deinen Kanal halt hinterlegen. Und je nachdem, wie viele Aufrufe du bekommst, gibt es dann halt Punkte. Und mit den Punkten
kannst du halt gegen Codes eintauschen. Ne? Also die Tanky-Codes, die ich euch ja auch ab und zu mal in den Videos gezeigt habe oder die man halt dann zu Weihnachten, glaube ich, war das. Habe ich ein paar rausgeschmissen. Genau, jedenfalls, ich bin nicht mehr in diesem Tanky-Programm mit drin. Da bin ich rausgeflogen vor, ich weiß gar nicht, irgendwann jedenfalls bin ich rausgeflogen. Ich habe da mal nachgeschaut und dann kam da auf einmal so ein paar Infos, die da aufgeploppt sind. Ja, und da stand halt dann im Grunde zusammengefasst drin, dass ich da nicht mehr mit dabei bin. Woran das liegt, ich weiß es nicht, der genaue Grund stand da nicht mit drin, aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, das lag daran, dass ich meine, dass ich ja doch recht viele Webentwicklungsvideos hochgeladen habe und du musst halt so eine gewisse Ratio behalten zwischen anderem Content und Tanky-Content. Das heißt also, als Tanky-YouTuber muss halt dein Haupt-Content in einem Monat noch immer TO sein. Du musst halt ein paar Videos hochladen und ja, und das, was du halt hochlädst, sollte halt in der Mehrheit eigentlich TO sein. Ich weiß nicht mehr genau, ob die Regeln so sind oder nicht. Keine Ahnung, ich hab da weiß Gott wann irgendwann mal reingeguckt, aber jedenfalls mein letzter Stand war halt eben, du solltest halt schon eine gewisse Anzahl an TO-Content bringen und allgemein sollte das dein Hauptcontent sein. Ist natürlich blöd, wenn ich mir dann halt eben denke, okay, ich lade da jetzt also mal was anderes abseits von TO hoch und es bietet sich nun mal an, das Ganze halt in mehrere Videos zu untergliedern, damit du halt nicht so ein ellenlanges Video hast, aus mehreren Stunden bestehend und du dann die einzelnen Timestamps dir da reinziehen musst, sondern halt einfach das Ganze in Videos allgemein separat halt unterteilt hast. So. Das Problem ist halt natürlich, dadurch, dass das dann so viele Videos waren in diesem Monat, in dem ich das alles hochgeladen habe, hat halt diese Mische nicht mehr so ganz gestimmt zwischen anderem Content, in dem Fall Webentwicklung, und TO-Content. Das heißt also, ich hätte halt im Grunde das, was ich an Webentwicklung hochgeladen hätte, ich hätte das, glaube ich, mal 2 oder 3 mit TO-Content ausgleichen müssen. Das heißt also, statt die paar Videos TO, die ich da in diesem Monat rausgeschmissen hätte, zum Beispiel halt bei 30 Webentwicklungsvideos hätte ich dann wohl mindestens 60 oder so an TO bringen müssen oder halt ein bisschen mehr. So, 60 Videos in einem Monat TO plus nochmal 30 Videos davon, also sprich, sagen wir mal, okay, gut aufgerundet, noch ein bisschen mehr, so ein bisschen extra Puffer, ne, 100 Videos in einem Monat. Ist ambitioniert, vor allem wenn man das dann doch nur in seiner Freizeit machen kann. Also das hat halt natürlich nicht hingehauen. Egal. Jedenfalls, ich glaube, das ist der Grund, wieso, weshalb, warum ich dann also nicht mehr in diesem Partnerprogramm bin. Weil halt eben dieser Hauptcontent in diesem Monat halt eben nicht mehr TO war. Gehe ich einfach mal stark davon aus. Wenn es nicht so ist, dann ist es halt nicht so. Aber ist ja mir jetzt auch am Ende relativ egal. Jedenfalls, also es wird in der Zukunft keine Codes mehr geben, weil ich nicht mehr in diesem Programm bin. Ich habe noch ein paar Punkte, also ich werde mal schauen, wann ich da die restlichen Punkte da in Codes umpacken kann, damit ich euch dann noch den Rest an Codes rausschmeißen kann, damit ihr wenigstens noch ein bisschen was davon habt. Und dann hat sich halt die Sache erledigt und ja, dann ist es halt, wie es ist. Kann man nicht ändern. So, das dazu wollte ich nur einfach mal an dieser Stelle erwähnen, weil irgendwann im Laufe des Jahres kommt halt dann noch weiterer Content zur Webentwicklung. Es ist ja etwas, was mir Spaß macht und es ist auch etwas, was ja einigen Leuten hier auch gefällt, die mich verfolgen und die das interessiert und ja allgemein für die halt in der Schule auch Informatik haben und da eventuell auch Webentwicklung mit drin ist im Unterricht, die haben halt da auch die Möglichkeit, sich da von mir berieseln zu lassen, abseits der Schule, was so Erklärungen und so weiter angeht. Naja, wollte ich nur einfach mal an dieser Stelle auch mal so erwähnen, damit ihr das auch mal wisst, falls es euch interessiert. Ja, gut, und falls euch die Videos interessieren, dann natürlich erst recht. Und falls euch die Videos nicht interessiert, dann natürlich auch, damit ihr euch nicht irgendwann mal, ich sag mal, in 3-4 Monaten wundert, warum da wieder an einem Freitag oder so
auf einmal alles Mögliche rausgeschossen wird, als gäbe es kein Morgen. Gut, was ich aber trotzdem noch in den nächsten Wochen vielleicht machen wollen würde, wäre so ein abschließendes Video, dass man halt alles, was man gelernt hat, eben mal so in Kombination sieht und so ein ganz kleines Projekt damit aufzieht. Irgendwas muss ich mir mal überlegen, irgendwas ganz Kleines, was nicht so aufwendig ist, dass man aber trotzdem alles, was man so ein bisschen gelernt hat, mal in Action sieht und natürlich Kombination. Gut, das dazu. Danke für eure Aufmerksamkeit. Der nächste Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nee, aber heute auch wieder eine tolle Situation gewesen. Manche Leute sind ja wirklich unglaublich, ne? Zum Beispiel halt, wenn sich so ein Bus verspätet oder so. Und du siehst halt auf der Anzeige, Bus kommt in einer Minute und dahinter Bus kommt in 2 Minuten. Eigentlich normal denkende Leute, die sich sagen, ich möchte entspannt fahren und die eine Minute ist mir nicht wichtig, die würden dann doch eher lieber auf den anderen Bus warten, oder nicht? Oder seid ihr da genauso drauf, oder? Also, ich weiß nicht, aber ich warte halt lieber eine Minute länger und habe da einen entspannten Bus, denn ich weiß, dass der Großteil sich lieber in den ersten, schon verspäteten, vollen Bus quetscht. So. Und für mich ergibt es halt wenig Sinn, sich halt eben genau in diesen vollen Bus zu quetschen, wenn ich doch nur eine weitere Minute warten müsste, um einen leeren Bus zu bekommen. Also das hat man ja so oft, ne? Also jedenfalls hier in Berlin ziemlich oft. Bus verspätet sich, wenn sich einer verspätet, soll ja ab und zu mal vorkommen, dass halt dieser Bus extrem voll ist und der nächste, der die gleiche Linie hat, ja, der ist halt eben entsprechend extrem leer. Da muss halt natürlich manchmal das Personal darauf hinweisen, dass man doch einfach mal ganz kurz abwarten kann, denn der nächste Bus oder die nächste Bahn folgt doch schon. Und sehr schön. Oder, was man natürlich auch hat, Türen. Ja, so eine Bahn, stellt euch mal vor, diese Ansage kam mal heute auch, dass eine Bahn, und das gehört wahrscheinlich zu den Weltwundern der Moderne, also eine Bahn hat mehrere Türen. Ich weiß, es ist faszinierend, sowas zu hören, aber es ist einfach so. Unglaublich. Also eine Bahn hat halt mehrere Türen und du kannst dich entsprechend aufteilen, ne? Ja. Und halt nicht die Tür nutzen, die halt eben verstopft ist. Ich weiß. Unglaublich. Aber es ist schön, solche Ansagen zu hören, ne? Weil du dir so denkst, so, ja, aber es muss sein, ne? Es muss sein, sowas. Es muss so eine Ansage sein, die nächste Bahn, der nächste Bus kommt doch schon in der nächsten Minute, den kann man auch nehmen, statt halt schon die überfüllte Bahn oder den Bus zu nehmen. Solche Ansagen, das Aufteilen auf verschiedene Türen. Und ich finde es schön, wenn du halt da Leute hast, die das einfach auch mit Humor nehmen, ne? Die halt nicht genervt solche Ansagen bringen, sondern einfach das Ganze auch mit Witz und Charme verpackt einfach sagen. Ne? Eben zum Beispiel halt mit den Türen, heute eben auch der Fall gewesen, dass man nicht nur die Tür nehmen soll, die schon verstopft ist, sondern eben auch die andere. Finde ich schön. Es sind so Kleinigkeiten, ne? Die du manchmal hast. Ja, herrlich. Also ich weiß nicht, ich finde, in der letzten Zeit, da gibt es so einen gewissen Wandel. Ne? Busfahrer, die einem halt ein schönes Wochenende wünschen, hatte ich in den Jahren nie. Aber in der letzten Zeit, okay, es war jetzt nur eine einzelne Person, die das gesagt hat. Ne? Aber diese Person, ne, da merkt man, okay, die macht das halt mit Leidenschaft, ja. Das finde ich nett. Vor allem auch die Reaktionen, die dann kommen von manchen Fahrgästen, dass die das eben auch wünschen, wenn sie halt aussteigen. Finde ich sehr schön, ne? Das, da kannst du halt einfach dieser Person halt den Tag auch, ich wollte gerade sagen, vermiesen. Nein, natürlich verschönern. Wenn du sowas machst. Also ist sehr, sehr schön, sowas. Freut mich. Ja, es gibt halt so viel, was einen aufregen kann. Da muss man sich halt auch solche kleinen Dinge nehmen, die das Leben, ja, angenehmer machen. Sagen wir es mal so, ne? Ja, das ist so, wenn man erwachsen wird, ja. Dann muss man eben alles nehmen, was man bekommt an positiven Dingen, weil ansonsten, ist es dann doch etwas schwerer, das Leben
in Deutschland. Ja. Nein, okay, aber jedenfalls solche Sachen freuen mich. Ja, herrlich, herrlich. Na, es ist halt etwas, was du nicht unbedingt erwartest, wenn du irgendwo einsteigst. Tja. Oder natürlich auch S-Bahn-Fahrer, die halt einen auf Regio machen. Ja, so oder halt Fernzug. Keine Ahnung, aber halt, die sich dann auf einmal zu Wort melden und auch da den zugestiegenen Fahrgästen einen schönen Tag wünschen und so weiter und was die nächste Station ist und pipapo. Ja, also sehr schön, da wirklich Leute zu haben, ne, bei denen du halt merkst, die machen das mit Freude, ja. Also so kannst du halt den Tag auch ganz gut überstehen, wenn du da einfach mit Freude rangehst an die ganze Sache und das Ganze halt auch mit Humor nimmst. Sehr, sehr schön. Wollte ich nur an dieser Stelle einfach mal so erwähnen. Genau. Ich versuche in der nächsten Zeit auch ein bisschen Simulatoren mit reinzubringen in die ganze Sache. Das ist ja auch etwas, was ich schon lange in meiner Hinterkopfliste habe, die ich nie aktualisiere und auch nie abarbeite. Aber jedenfalls auch etwas, wie gesagt, was ich da ja gerne noch mit rausbringen würde. Ich habe auch noch immer auf meiner Liste, auf meiner To-Do-Liste, mir den Bus-Simulator zu holen. Ich habe mir vor kurzem ein Video dazu angeschaut und das, was ich gesehen habe, das hat mir sehr gefallen und das hat in mir auch nochmal den Wunsch geäußert, mir doch das Spiel zuzulegen. Also wenn es dann in der nächsten Zeit doch mal das ein oder andere Simulatörchen geben sollte, dann wisst ihr an dieser Stelle auch Bescheid. So, ich finde, das haben wir jetzt gut verbracht, hier diese Schlacht zu Ende gespielt und ich habe hier auch nochmal die Aufgaben erfüllen können. Ich hoffe, das Video hat euch heute auch gefallen. Wie gesagt, das ist erstmal so der Ausblick, der Jahresausblick. Also ein bisschen Simulatoren-Spiele mit eingebracht, natürlich hier weiterhin TO für euch, für die es interessiert, für die der alten Zeiten willen auch hier immer mal wieder reinschneiden. Das freut mich auch sehr, da halt Leute aus vergangener Zeit hier begrüßen zu können und natürlich die Webentwicklung ja allgemein, damit ihr wisst, was ihr euch hier auf meinem Kanal so antun könnt oder nicht. Naja, das jedenfalls dazu. Ich halte euch da sehr gerne auf dem Laufenden, was das angeht. Und ja, in dem Sinne, ich habe alles geschafft. Das ist meine Garage hier mit den Containern. 78 Stück habe ich hier insgesamt gefarmt. Mal schauen, wann wir die öffnen können. Aber ja, das jedenfalls dazu. Alles ist hier wunderbar zusammengetragen worden. 213 Container. Ja, da gibt es hoffentlich auch ein paar. Also aus diesen normalen Containern erhoffe ich mir eigentlich nur eine wirklich hohe Anzahl an Kristallen, die ich verwenden kann. Ich weiß noch nicht ganz genau, was ich in meiner Garage als nächstes verbessern wollen würde. Das wird sich zeigen, ob ich da. Ich werde sicherlich mal die Booster-Drohne nochmal auf Stufe 20 bringen, damit das hier auch voll ist. Aber ich habe ja auch, was Schutz angeht, auch noch ein bisschen was zum Nachholen. Ich denke mal, da kann man Dinge auch noch mal wenigstens auf MK7 bringen, wenn man das noch nicht hat. Bei Armadillo sicherlich dann auch erstmal auf MK7 auch. Ne? Und Sachen, bei denen ich mir sage, okay, da lohnt sich das Ganze jetzt auch schon komplett zu verbessern. Beispielsweise jetzt hier Delfin, wenn es mir gerade so ins Auge sticht, MK714. Ja, da kann man sicherlich auch noch mal die restlichen Stufen verwenden oder halt die Kristalle verwenden für die restlichen Stufen, damit das Ganze hier aufs Maximum geschossen wird. Aber ansonsten, ja, mal schauen. Ne? Da müssen ja erstmal noch mal ein paar Kristalle hier reinflattern in den Account. Und da hoffe ich, dass das Ganze über die Container zustande kommt. Ja, damit erstmal euch einen wunderschönen Start in die Woche. Ich versuche das Video hier am Montag für euch rauszubringen. Wir haben übrigens auch schon Montag, 1 Uhr morgens. Ich muss definitiv ins Bett, denn heute früh, ruft die Arbeit. In dem Sinne, macht es gut oder besser. Rinjahorn ist ja klar. Wir sehen uns im nächsten Teil. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut rein.